glaube, ich hätte es machen sollen, als sie noch auf Stufe 5 war, die Quest. Theoretisch könnte ich ihm auch nur lauter Karotten kaufen. Ich wollte, sollte ich euch Kartoffeln sagen. Wow, 70 Gold. 3 Karotten. Ruht euch aus, solange ihr es noch könnt. Oh oh. Gleich gibt's einen Kampf. Kommt, ich würde was töten. Was ist das, bitte? Was ist das? Was ist das? Es ist hässlich. Auf jeden Fall ist es hässlich. Und ich will es nicht auf meinem Bildschirm haben. Geh weg! Geh weg! Es hat so gesehen Augen. Da, der Feuerball ist der Mond. Das, der Bluttropfen ist das eine Auge und das ist das andere Auge. In der Theorie habe ich da ja eigentlich recht. Oh ja, endlich. Endlich. Alter, ich muss dem wirklich... Ich muss ihm mal wirklich irgendwas holen, was seine MP-Regeneration beschleunigt. Ich finde Mr. Krabs da cool, vor allem mit diesem Dollarschein. Triton, Seeigel, Schaufel. Kämpfen wir mal gegen ein paar Tritons mit zwei Schaufeln. Mit einer Schaufel. Was zum Geier? Stirb! Alter, das müsste doch richtig effektiv sein. Was zum Geier? Okay, wir haben jetzt nach 21 Uhr. Aber ich will noch die Quest vom Jäger zu Ende machen. Da der Jäger hier so mein Super Sun Bro ist und so, würde ich das eigentlich machen wollen. Wie die Schaufel da hinten einfach so gesehen hinter den Tritons untergeht. Also ich muss sagen, morgen habe ich einiges zu rendern wahrscheinlich. Oh oh. Und bei sowas hat man immer einen Heiler dabei. Also den Kleriker hier. Weil selbst wenn auch irgendwas anderes Heilermäßiges wie der Druide hier immer eine Regeneration drauf haut, kann es sein, dass er einfach nach dem, dass er einfach nach dem nächsten Schlag umfällt. Und für sowas gibt es eine Wiederherstellung, dass er einfach mal sich heilen kann. Ein paar Wiederherstellung. Stirb! Stirb! 2 Karotten! Wow! Eine 4 wurde gewürfelt. Schon wieder so ein behinderter Seeigel. Echt jetzt? So muss ich immer gegen dieses hässliche Ding kämpfen. Thank you.
brauche noch 10 Karotten, okay. Ach, das ist super effizient. Dann ist das wohl ein ein Feuerwesen. Wenn das super effizient ist, ja. 5 Karotten. Oh. Probier's mal, ob das super effizient ist. Ja, ist es. Ich hau aber trotzdem den Feuerball dann raus, weil einfach nur weil das Damage über Zeit macht. Damage over time. Ich weiß ja nicht, warum ich hier immer nur gegen Schaufeln kämpfe, aber naja, sind Schaufeln. Schaufeln sind Schaufeln. Ah, da, 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 da. Ich weiß gerade gar nicht, was das gerade eben sollte. Ah, da, 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 da. Oh, der ist fast tot. Drachenblut. Moment. Super effizient. Normalerweise müsste er eigentlich an dem Schaden dann sterben.
Oder denke ich, ne? Denke ich mal. Aber trotzdem nur mal sicher. Victory! 2 Karotten. Wow. Und es ist Level 17. Einfach nur, weil er hier diesen XP-Bonus, 2% XP-Bonus gibt, bekommt. Ihr könnt nicht vorbei. Oh, ich war nicht schlafen. Scheiße. Victory. Eine Karotte, echt jetzt? Ich krieg nur eine Karotte. Okay, da bekommt er wieder ein bisschen mehr. Moment. Wahrscheinlichkeit 13% und deine kritische Trefferwahrscheinlichkeit auf 13% und du ziehst dem Ziel bei Erfolg 15% CP. Körperlicher Widerstand steigt um 6%. Aber das passt ja. Boah, ja, Mann. Verspotten. So, die Bedrohungsstufe ist um 5 erhöht und steigert jede Runde um 5 steigt. Und jede Runde regenerierte 10 Leben. Plus 1 auf Angriff. Oh, ich nehme Zirkel der Heilung wieder. Weil Zirkel der Heilung cool ist. Oh yeah. Ach, schlafen brauchen sie nicht, aber trotzdem schlafen. Damit er auch was bekommt, der coole Hügens. Kämpfen. Bärbares.
Okay, ist es noch aus? Ist das Steam? Ich weiß gar nicht, warum das wieder angegangen ist. Vielleicht hat mich jemand angeschrieben. Und deswegen ist es dann angegangen. Dann reisen wir wieder zurück zum Startdorf, weil wir ihm seine Karotten. Weil wir die Karotten haben. Ich kenne diesen Ort. Oh, echt? Mampf. Wollt ihr auch welche? Eher nicht. Na gut, da ihr mir geholfen habt, werde ich einer Person eurer Wahl beibringen, was es heißt, ein richtiger Jäger zu sein. Zeigt mir einfach jemanden, der noch nicht zu eurer Gruppe gehört, diese Person wird dann zum besten Jäger aller Zeiten ausgebildet. Wow, cool. Quest done. Neue Klasse verfügbar. Jäger. Aber Leute, dann habe ich schon. Dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal zurück in die Stadt und kaufen da ein und sowas. So ein bisschen Shopping-Action noch. Gegen Ende. Nehme ich schon richtig lange auf. Will nicht wissen, wie viel Festplattenspeicher das braucht. Hier hin. Ausrüstung. Kaufen. Mein Schatz. Das ersetzt einfach den Goblin-Nagel. Pizzaboten kaufen sollen. Scheiße. Der hat ja sowas noch gar nicht. Verdammt. Egal. Der Pizzabote darf jetzt auch mal so bei sowas so in den Genuss davon kommen. Dann verkaufen wir die mal. Und hierbei reden wir vom Fruchtgenuss. Ja, Leute, vom Fruchtgenuss. Weiß auch nicht, warum ich jetzt damit komme, aber egal. Kaufen wir noch einen Schleifstein. Können wir dann auch noch dem guten Schmied geben. So, dann würde ich mal sagen, dann hätte ich es auch. Das habe ich ziemlich viele Folgen, Knights of Pen and Paper. Ich hoffe, es gefällt euch das Projekt, weil ich mache das hier nicht umsonst. Nein, Spaß. Ja, es geht halt auf meine Zeit drauf, aber ich habe momentan Zeit. Ich habe meine ganzen WoW-Sachen jetzt schon fertig. Darum habe ich hier noch aufgenommen und alles. Habe zuvor noch eine Stunde gepennt. Und ja, ist alles in Ordnung. Also dann, Leute, wie immer, in bekannter Manie, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the sun. Yo!